Das, was hier im Moment gemacht wird von der Regierung, ist das Unchristlichste, was je passiert ist, dass Menschen nicht besucht werden dürfen. Ein Mensch liegt im Krankenhaus, der 1932 geboren ist, der seine Zeit im Dritten Reich noch erlebt hat und sich daran erinnert und der mir Gott sei Dank erzählt hat, dass man hellhörig werden muss, wenn die Presse alle nur noch dasselbe berichten. Dann handelt es sich nämlich nicht mehr um Journalismus, sondern um Propaganda. Diagnosen sind etwas, was ein Geheimnis darstellt zwischen einem Arzt und einem Patienten. Also ich weiß nicht, ob es normal ist, dass 13-jährige Kinder tot umfallen. Aber jetzt haben wir eine neue Normalität. Wir zwingen Kinder, Masken zu tragen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist das die Tatsache, dass es keine zweite Welle gibt, sondern es gibt eine Laborpandemie dadurch, dass Testzahlen gesteigert werden. Ich zähle auf euch und wir sind in der Lage, das zu machen. Und leider hat Angie, wir schaffen das gesagt, aber wir werden das ersetzen, weil wir schaffen das. Ich war ganz erstaunt, dass sich heute jemand kurzfristig angemeldet hat. Den kennt ihr alle. Und er hat eigentlich keine Zeit und er ist trotzdem da und er wird jetzt als erstes hier hochkommen. Seid so lieb, gebt ihm einen großen Applaus, Bodo Schiffmann. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr immer wieder auf die Demos geht. Und vielen Dank, dass ihr auch herkommt, wenn ihr nicht wisst, ob jetzt irgendjemand kommt, der aus der Bewegung bekannt ist. Ich möchte etwas sagen zu den Attesten. Die Atteste bitte fotografieren, das Bild im Handy zeigen. Aber ich möchte euch was erzählen von insgesamt 5 Patienten, die einen Attest von mir haben. 5 Patienten, die Missbrauchsopfer sind, denen man den Mund zugeklebt hat und die gesagt haben, wenn ich diese Maske tragen muss, dann nehme ich mir das Leben. Und hier meine Bitte an die Ordnungskräfte. Wenn auf einem Attest keine Diagnose draufsteht, dann kann es sich um einen Menschen handeln, der eine Angststörung hat, der ein Missbrauchsopfer ist und der das nicht möchte, dass das der Kassierer im Aldi an der Kasse liest. Diagnosen. Diagnosen, und da spreche ich sicherlich auch für jeden Bürger in Uniform. Diagnosen sind etwas, was ein Geheimnis darstellt zwischen einem Arzt und einem Patienten. Diagnosen gehen niemand etwas an und meine Patienten, die Bürger in Uniform sind, und da ich eine Privatpraxis habe, habe ich unglaublich viele Beamte bei mir. Und diese Diagnose werde ich niemand sagen. Diese Diagnose unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht. Und die nehme ich verdammt ernst. Und wenn der Eingriff in die Patientenakten weiter fortgeführt wird mit der Telematikinfrastruktur oder anderen Maßnahmen, die durch den Gesundheitsminister Jens Spahn in den letzten Jahren hoffähig gemacht wurden, dann werde ich in meiner Praxis die Patienten fragen, wie sie heißen. Und wenn mir der Patient sagt, er heißt Donald Duck, dann werde ich ihn fragen, in welcher Straße er wohnt. Und wenn er in Entenhausen wohnt, dann werde ich sagen, dass er seine Rechnung bitte direkt danach auch dann bezahlt. Und ich ihm das natürlich quittiere und auch entsprechend verbuche. Aber ich werde nicht im Ausweis überprüfen, ob Donald Duck aus Entenhausen tatsächlich so heißt, weil das ist dann jemand, der Angst hat, dass man seine Identität
irgendwann nutzt, um an seine Krankenakte ranzukommen. Meine Frau ist nicht nur Traumatherapeutin. Meine Frau ist auch Hals-Nasen-Ohrenärztin. Das heißt, wir behandeln Patienten mit Traumatherapie. Wir haben im Rahmen von der Covid-19-Erkrankung sehr viele Patienten gehabt, die sich in uns um Hilfe gebeten haben, weil sie sich das Leben nehmen wollten, aus Angst vor dieser Erkrankung, aus Angst vor der Einsamkeit. Und das darf nicht sein. Das wird mir jeder, glaube ich, recht geben. Und der Grund, warum ich heute hier bin, ist, ich hatte eigentlich gesagt, ich komme heute nicht. Heute ist der 27. September, heute hat mein Vater Geburtstag. Mein Vater ist 1932 geboren, liegt aktuell im Krankenhaus, ist dement und nach meiner Einschätzung und der Einschätzung des Chefarztes wird mein Vater in den nächsten Tagen sterben. Mein Vater darf aber nur von einem Erwachsenen, also älter 18 Jahre, eine Stunde pro Tag einen Besuch kriegen, vorausgesetzt, es ist noch ein Zeitfenster frei. Für mich ist leider kein Zeitfenster frei. Ich habe deswegen Zeit, zu euch zu sprechen. Ein Mensch liegt im Krankenhaus, der 1932 geboren ist, der seine Zeit im Dritten Reich noch erlebt hat und sich daran erinnert und der mir Gott sei Dank erzählt hat, dass man hellhörig werden muss, wenn die Presse alle nur noch dasselbe berichten. Dann handelt es sich nämlich nicht mehr um Journalismus, sondern um Propaganda. Und wenn ich gestern mitgeteilt komme, dass Dr. Heiko Schöning, der Gründer der Ärzte für Aufklärung, einer Vereinigung in Deutschland, die mehr als 1000 Ärzte umfasst, und dieser Dr. Heiko Schöning auch der Gründer des außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschusses ist, als Gastredner in London auf einer Demonstration geredet hat und anschließend festgenommen wird, und weder unsere Anwälte noch seine Ehefrau dürfen mit ihm sprechen. Er ist nach wie vor in Haft, zumindest hat er mir noch nicht geantwortet auf die SMS. Dann frage ich mich, was hier falsch läuft. Ist das Demokratie? Ist das freie Meinungsäußerung? Ist das das, was wir wollen? Zwei Kinder sind gestorben, 13 Jahre. Eines hat als Todesursache keine Todesursache drinstehen. Bei dem zweiten Kind steht Herzversagen im Obduktionspapier. Es ist am Dienstag gestorben in Ostfriesland. Ich habe direkten Kontakt dorthin und das ist keine Fake. Also ich weiß nicht, ob es normal ist, dass 13-jährige Kinder tot umfallen. Bisher habe ich das nicht mitbekommen in der Presse und auch nicht in meiner ärztlichen Tätigkeit. Aber jetzt haben wir eine neue Normalität. Wir zwingen Kinder, Masken zu tragen. Und was passiert dabei? Und hier möchte ich auch die Bürger in Uniform bitten zuzuhören, weil ihr seid Eltern. Dieses Tragen einer Maske führt dazu, dass Kohlendioxid, also ein Abgas unserer Lunge, wieder eingeatmet wird. Das führt zu einem Anstieg der Konzentration und die ersten Symptome sind Kopfschmerzen, Übelkeit und migräneartige Beschwerden und Schwindel. Das geht aber nur über einen gewissen Zeitraum. Danach hat sich der Körper an diese CO2-Konzentration gewöhnt. Und die Kinder denken eigentlich, sie wären wieder okay und tragen die Maske weiter. Jetzt wird es fatal. Unser Körper kann sich auf verschiedene Situationen einstellen.
Eine von diesen Situationen ist der Anstieg von Kohlendioxid, zum Beispiel, wenn man eine Lungenentzündung hat, Asthma hat, Lungenkrebs hat. Dann akzeptiert unser Körper ein höheres CO2 und dann übernimmt die Niere die Aufgabe der normalen Atmung. Das heißt, die Niere fängt an, gegen diese Säure im Blut gegenzusteuern. Und wenn dann die Maske wieder abgesetzt wird, dann wird auf einmal trotzdem weiter gegengesteuert und dann wird das Blut alkalisch. Das heißt, wir rutschen ganz schnell von einer Azidose, also mit zu viel Säure im Blut, in eine Alkalose. Und das merken wir nicht, aber mit einer Alkalose kann unser Körper nicht umgehen. Und dann fallen wir um, werden bewusstlos und werden tot, weil sich Elektrolyte verschieben. Aber in der Obduktion werdet ihr das nicht sehen, weil ihr hättet vorher eine Blutgasanalyse machen müssen. Und das ist das, was hier mit großer Sicherheit passiert ist. Zumindest besteht die Möglichkeit und das Gegenteil ist nicht bewiesen. 13-jährige Kinder fallen nicht einfach um und sterben. Es sind zwei Stück in einem kleinen Zeitraum und hier besteht Gefahr. Es ist Gefahr im Verzug für unsere Kinder und es ist eine Misshandlung von Schutzbefohlenen, wenn ich als Lehrer diese medizinisch gefährlichen Maßnahmen umsetze. Und diese Sachen werden mit Gefängnis bestraft. Und zwar mindestens 6 Monate beziehungsweise 1 Jahr. Und das Ganze gilt auch bei psychischer Schädigung. Also wenn ich dadurch psychische Schäden hervorrufe, kann das geahndet werden dadurch, dass man bis zu 1 Jahr Zuchthaus kriegt. Das sollten Lehrer wissen. Das sollten Bürger in Uniform wissen. Und ich sage euch noch was. Ihr könnt uns alle gerne gefangen nehmen. Und ihr könnt auch mich gerne abführen. Was Besseres kann uns gar nicht passieren. Weil dann sieht nämlich die Bevölkerung, was hier passiert. Dass ein besorgter Arzt, der sich Sorgen um Kinder macht, der sich Sorgen darum macht, dass Menschen nachweisen müssen, dass sie krank sind, dass ein Arzt, der versucht, gegen diese Maßnahmen vorzugehen und klarzumachen, dass es hier keine zweite Welle gibt. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist das die Tatsache, dass es keine zweite Welle gibt, sondern es gibt eine Laborpandemie dadurch, dass Testzahlen gesteigert werden. Und es wurde mit den Flugblättern gesagt, ich habe hier Flugblätter mitgebracht, die ihr natürlich heute hier nicht verteilt, aber ihr dürft Flugblätter verteilen in Fußgängerzonen. Das ist absolut okay. Ihr könnt mit Menschen sprechen. Der Verantwortliche im Sinne des Presserechts bin ich. Das steht auf jedem Flugplatz drauf. Und ihr könnt diese Flugblätter bestellen im Internet bei den Freiheitsboten. Die gibt es mittlerweile auch, falls man uns Telegram abschaltet, auch im Internet, wenn man nach Freiheitsboten sucht. Wir haben mittlerweile 125 Ortsgruppen in allen deutschsprachigen Ländern innerhalb von einer Woche organisiert. Wir haben 25.000 Austräger, die wir haben. Wir haben 145 Designer, wir haben 90 Autofolierer. Wir sind Mainstream und wir werden diese Republik pflastern mit Flyern. Darauf können wir euch verlassen und wir wecken das auf. Bis zum Ende dieses Monats weiß jeder, was hier schiefläuft. Und ich fordere die Bürger in Uniform auf, uns sich anzuschließen. Ihr seid unsere Brüder und Schwestern. Ich bin Christ. Und wenn ihr Christen seid, dann macht euch eins klar, das, was hier im Moment gemacht wird von der Regierung, ist das Unchristlichste, was je passiert ist, dass Menschen nicht besucht werden dürfen. Ich zähle auf euch und wir sind in der Lage, das zu machen. Und leider hat Angie, wir schaffen das gesagt, aber wir werden das ersetzen, weil wir schaffen das. Und Angie hat es nicht geschafft. Danke, Aschaffenburg. Vielen Dank, Bodo. Ganz kurze Sache, Bodo, der Michael hat auch schon unterschrieben. Würdest du das Rednerpult unterschreiben? Ja. Nochmal einen großen Applaus für ihn, dass er kurzfristig kommen konnte. Ich bin spitze. Vielen Dank, Bodo.